Hallo, heute sind wir zu Gast in einem Tonstudio in der kleinen Audiowelt in Sandhausen. Markus Born wird uns Technikdetails in seinem Tonstudio erklären. Ja, Hallo gern. Markus. Herzlich willkommen. Ja, grüß dich. Ja, vorab noch kurz was zu dem Video. Dieses Video wird an 2 Tagen erstellt. Wir sind heute Abend hier beim Theorieteil. Morgen haben wir Publikum anwesend, unsere Baggis und Müller Kunden oder ein Teil unserer Kunden wird anwesend sein, wenn eine Band einspielt, wenn der Markus mischt, wenn mikrofoniert wird und ja, in diesem Theorieteil, den beginnen wir jetzt. Markus, wie kommst du eigentlich hier zu dem Tonstudio? Hat es eine bestimmte Historie her oder Ja, erzähl also mal. das Studio hat schon eigentlich eine lange Historie, die auch anders ist als meine eigene. Ich kam Anfang der 90er in das Studio, da gab es das Studio schon fast 15 Jahre und habe hier als Freelance-Ingenieur gearbeitet. Damals war es ein Studio, was sich in 2 Abteilungen um klassische Musik und Jazz mit ein bisschen Pop gekümmert hat. Und ich war Freelance-Pop-Ingenieur und habe aber auch schon Jazz gemacht und hatte daher einen ganz guten Draht hier auch zu dem vorherigen Besitzer, dem Vinilei. Und habe dann viele Jahre als Freelance-Ingenieur gearbeitet hier und habe vor 10 Jahren in dieser alten Zigarrenfabrik hier quasi ein Netzwerk von Producern gegründet. Das ist eigentlich das, was die kleine Audiowelt heute ist. Wir sind ein Zusammenschluss von mehreren Producern, die alle sozusagen mit einer bestimmten Auffassung und einem Qualitätsanspruch sich um Musik aus dem Bereich Pop, Indie, Jazz kümmern. Mit vielen Randgebieten noch, aber das ist so der Kern dessen, was wir tun. Wenn du sagst, dass du in den 90ern angefangen hast, dann hast du ja gerade wahrscheinlich so den Umbruch von Analogtechnik oder analoger Aufnahme in Studiotechnik zur digitalen Technik hin mitgemacht, oder? Ja, den habe ich Ist so. voll mitgekriegt. Also in meinen ersten Anfangsjahren habe ich noch rein analog produziert mit einer Otari 8-Spur-Maschine. Und als ich dann hier im Studio angefangen habe, gab es eine 24-Spur MCI. Und das wurde dann sukzessive auch durch digitale Bandformate abgelöst. Interessant ist vielleicht für Leute, die auch frühe restaurierte Platten gerne mögen. Dieses Studio war damals das erste, was ein Sonic Solution System zur Restauration, digitale Klangrestauration hatte und hat in der Zeit dann in den frühen 90ern quasi im 24-Stunden-Schichtbetrieb von Caruso bis was weiß ich was die alten Aufnahmen entknackt und entrauscht. Also das war eine Zeit lang ein relativ großes Auftragsvolumen, was da hier aufgeschlagen ist. Das heißt, da habt ihr gar keine eigenen Produktionen eingespielt, Doch, sondern ihr habt. natürlich. Doch immer, das lief nebenher. Also es gab einfach zwei Räume, die ausgestattet waren mit Sonic Solution Systemen, wo die einfach rund um die Uhr liefen. Und der normale Produktionsbetrieb lief natürlich weiter. Das ist schon klar. Gut. Die Digitalisierung sieht man ja jetzt auch hier in dem im Studio bei dir. Wir sehen keine Bandmaschine mehr. Wo ist denn die Bandmaschine her? Wie funktioniert denn das heute? Da unten im Computer dreht sich munter eine Festplatte und die zeichnet alles auf. Eigentlich kann man sagen, die Kombination von Wandler, das ist das, was hier hinten steht, in der Ecke quasi dieses letzte Rack, da sind ja analog-digital und auch Rückwandler wieder drin, die quasi die ganzen analogen Geräte, die hier noch vorhanden sind, verbinden mit der digitalen Welt, wo auch die vorverstärkten Mikrofonsignale auflaufen, dann gewandelt werden und im Computer dann letztendlich mit einem Recording-Programm, was in unserem Fall Pro Tools ist, aber wir benutzen auch Schon andere weit Dinge. verbreitet, das Pro Ein Tools. weit verbreitetes, eigentlich das verbreitetste professionelle Studioprogramm, was die meisten benutzen. Und da wird das Audio dann verarbeitet. Ja gut, ganz früher hat man auf 4 Spuren gemischt, auf 8 Spuren dann. Und jetzt, was bietet die digitale Welt? Einfach mal für unsere Zuschauer, was da heute so machbar ist Ja, eigentlich. letztendlich gibt es wenig Grenzen, muss man sagen. Also es gibt, also ab wo es nicht mehr sinnvoll ist, kann man sich streiten. Also ich sage immer, wenn es mit 40 Spuren klingt, also wenn es mehr als 40 Spuren hat und nicht klingt, dann benutzen die Spuren auch nichts. Also es ist einfach, wir haben normalerweise Produktionen, die bewegen sich im Jazzbereich zwischen, was weiß ich, 16, 20 Spuren bis hin zu Pop-Produktionen, die dann auch schon mal an die 200 gehen oder so. Das wird zum Glück seltener, aber es
wird dann halt auch schnell sehr aufwendig zu mischen. Ja. Aber so über 100 kommt schon öfters vor. Ja. Also unvorstellbar. Ne? Ich meine, früher war ja bei einem 2-Zoll-Band irgendwo bei 24 Spuren. Bei 24 ein bisschen, war Schluss. Ne? So was hätte man ja gar nicht einspielen können dann. Ja gut, es gab auch schon Fälle, wo man mit zwei 24-Spur-Maschinen dann mit hin und her bouncen deutlich mehr Signale im Overdub-Verfahren aufgenommen hat. Also der Wunsch, die Spuranzahl zu erhöhen, war schon immer da. Man hatte früher halt einfach technisch noch nicht die Möglichkeiten, wie jetzt einfach per Knopfdruck nochmal 20 Spuren zu generieren und die dann zu bespielen. Das macht es alles ein bisschen einfacher, aber letztendlich auch beliebiger. Aber diese Entwicklung, dass man immer mehr davon haben möchte, die gab es früher auch schon. Okay. Markus, es war jetzt interessant mit der Bandmaschine. Jetzt spielt ja eine Band ein. Das heißt, wir haben ja morgen vier Leute, Schlagzeug, E-Gitarre, Bass und Gesang. Wie ist denn die Vorgehensweise, damit deren Performance dann nachher aufs digitale Band kommt? Wo fängt man da überhaupt an? Ja, das ist eine gute Frage. Wo fängt man an? Es ist, in dem Fall ist es, glaube ich, relativ einfach, weil wir uns vorgenommen haben, für diesen Band-Workshop auch die Band komplett live spielen zu lassen. In dieser Besetzung ist es ja jetzt so, wir haben ein Schlagzeug dabei. Das heißt, wenn die Sängerin beim Schlagzeug im Raum steht, werde ich sehr viel Schlagzeug auf dem Gesangsmikro haben. Deswegen trenne ich jetzt für unseren Zweck die Sängerin räumlich von dem Rest der Band. Das heißt, die Sängerin steht in der Kabine, in einem Raum, der früher mal hier als Schlagzeugraum designt war, aber wir benutzen den eigentlich heute mehr für Sänger und Gitarristen und so. Und die restliche Band steht zusammen, damit sie eine gute Kommunikation hat im Aufnahmeraum. Soweit ich vorinformiert bin, wir haben jetzt Equipment jetzt noch nicht da, das ist immer so eine Sache, da muss man halt immer auch sehen, was passiert. Halt, ja. Mal von der Planung her ist es so, dass der Bass DI aufgenommen wird, das heißt direkt ins Mischpult oder den Vorverstärker. Das heißt, es gibt keine Box, keinen Bassverstärker, der noch in den Raum strahlt, sondern es gibt nur das Signal, was vom Tonabnehmer, vom Bass direkt quasi vorverstärkt auf den Wandler geschickt wird und dann auf den Kopfhörer für die Musiker, sodass die sich hören. Ja. Und Ähnliches gilt auch für das Gitarren-Setup vom Johannes, der ein sehr modernes Setup spielt mit so einem Floorboard, also Effektgeräten auf so einem Fußbrett, wo dann ein Stereoausgang ist, der quasi das komplette Gitarrensignal abliefert. Von daher haben wir eigentlich eine perfekte Trennung der Signale. Inwieweit das für dieses Genre gut oder schlecht ist, müssen wir noch sehen. Also es gibt ja viele Genres, auch gerade aus dem Blues- und Rockbereich, wo man sagt, dieses Übersprechen von einem Gitarrenamp ins Schlagzeug zum Beispiel ist sehr erwünscht, ja, weil es Atmosphäre macht. Wenn ich jetzt, was weiß ich, bei den Stones zum Beispiel, da fängt der Keith Richards an zu spielen und man hört die Snare rascheln. Ja. Das wird hier nicht passieren, weil da macht die E-Gitarre pling pling und mehr hört man im Raum nicht. Ja. Ja. Also von daher ist es auch immer so ein, jetzt für eine Workshop-Situation ist es natürlich ideal, weil man viele Dinge zeigen kann, mischmäßig auch, die man sonst vielleicht eher schwieriger zeigen könnte. Grundsätzlich ist es so, dass ich mir immer überlege, wenn eine Band kommt, was bringt sie mit, welches Genre, in welchem Genre bewegt sie sich, was ist das ästhetische Ziel dieser Aufnahme und was ist das Setting, was der Band am angenehmsten ist. Wie viel Kommunikation brauchen die, wie eng müssen die zusammenstehen, wie getrennt müssen sie sich hören. Das kann bis dahin gehen, dass man sagt, man nimmt Instrumentengruppen oder einzelne Instrumente nacheinander auf im Overdub-Verfahren. Wir haben auch schon große Bands hier mit 8 oder 10 Leuten komplett live aufgenommen. Also ich habe jetzt im Januar ein Doors-Projekt gemacht mit den Landesjazz-Preisträgern hier von Baden-Württemberg. Das war eine 8-köpfige Band mit 4 Bläsern und die haben komplett live gespielt, alle in einem Raum. Das hat halt eine bestimmte Energie und war für die Platte genau das Richtige. Und wir haben auch viele andere Platten gemacht, wo es sehr getrennt ist. Also das ist im Grunde genommen, versucht man rauszufinden, wo ist das emotionale, ästhetische Herz von der Musik, die da passieren soll und was braucht die und so strickt man das Setting. Ja, gut.
Eine andere Art der Aufnahmetechnik ist ja vor allem auch im E-Gitarrenbereich, dass Spieler ihre eigenen Gitarrenverstärker mitbringen, weil ja im Zusammenhang oder im Zusammenspiel aus den Abnehmer, aus dem Gitarren, der Gitarrensound entsteht ja aus dem Zusammenhang zwischen dem Abnehmer der Gitarre als solche und natürlich dem Verstärker. Genau. Das heißt, da wird ein Mikrofon dann vor den Gitarrenverstärker gestellt, das dann aufgenommen wird. Genau. Also das ist ja die klassische Methode. Im Grunde genommen kann man eine E-Gitarre ja nicht als isoliertes Instrument sehen, sondern man muss das komplette System sehen, von quasi der Seite, die schwingt, bis zu dem Lautsprecher, der diese Schwingung wiedergibt. Ja. Und gerade bei verzerrten Gitarrensounds spielt natürlich die Art und der Grad der Verzerrung spielt eine große Rolle. Und wir haben da auch ganz viel verschiedene Ästhetiken, die sich so im Lauf der Musikgeschichte rausgebildet haben. Ja. Mhm. Und dazu nimmt man auch verschiedene Verstärker ganz bewusst und verschiedene Lautsprecher. Das ist schon auch so eine Wissenschaft für sich. Und eigentlich, wenn man diesen klassischen Weg geht, einen Lautsprecher abzunehmen, dann macht man heute üblicherweise eine Mikrofonierung mit 2 oder 3 Mikrofonen. Also ich nehme meistens 2, um noch Farben zu haben, die man im Mix ein bisschen dann positionieren kann. Ja, das heißt also bewusst 2 unterschiedliche Mikrofone. Genau, meistens ein Bändchenmikrofon und ein dynamisches Mikrofon. Ja. Also das ist so der im Moment einer der gängigsten Ansätze. Aber da gibt es auch Moden und jeder hat so da so seine Vorlieben. Ja, ganz interessante Sache vielleicht auch für unsere Zuhörer. Wir hören ja mit unseren Aktivlautsprechern ja immer Stereo. Den wenigsten ist aber wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass dieses räumliche Hören ja eigentlich beim Mischen entsteht. Ne? Weil ja sowohl die Gitarre als auch das Gesangmikrofon ja ein einzelnes Mikrofon, also eine Monospur bei dir belegt. Ne? Richtig, ja. Das heißt also, die räumliche Abbildung wird dann nachher, wenn eine Band hier einspielt, über dich erzeugt. Das heißt, wo einzelne Instrumente sind, wie breit sie sind, wie nah sie sind und so weiter. Das ist alles, was wir dann auch morgen sehen werden. Ja, wenn gemischt wird, wenn die Band live spielt. Ja, das ist schon, also vor allem im Pop-Genre ist das ein großer Aspekt der Mischung. Das stimmt, aber auch schon bei der Aufnahme. Also gerade, ob es jetzt Mono oder Stereo ist, entscheide ich oft schon in der Aufnahme. Also ich kann ja auch mit 2 Mikrofonen einfach eine Akustikgitarre zum Beispiel schon mal in Stereo mikrofonieren, einfach um ihr mehr Größe zu geben, ja. Oder ich kann sie in MS mikrofonieren, das heißt, ich habe ein Kugelmikrofon und ein Seitenmikrofon und kann dann später entscheiden, will ich sie Mono oder Stereo haben. Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Räumlichkeit von dem, was wir nachher als fertiges Musikstück wahrnehmen, entsteht zum großen Teil in der Mischung. Ja. Du hast ja auch enorme Dynamikunterschiede. Ne? Ich meine, wenn jemand sehr leise singt oder flüstert und dann im Gegensatz zum Schlagzeug, das sind ja enorme Pegelunterschiede, die da sind. Gibt es da irgendwas bei zu beachten, irgendein gesundes Verhältnis oder irgendwie eine Thematik, wo man sagt, man muss da komprimieren oder Expander einsetzen oder was? Also das ist ein ganz weites Feld und ich glaube, Kompression ist aus der aufgenommenen populären Musik auch, würde ohne Kompression gar nicht funktionieren. Ja. Also mich wundert es auch immer, wenn ich alte Beatles-Platten anhöre, wie brutal die schon komprimiert sind. Und ich meine, wenn man heute, was weiß ich, so einen Adele-Titel anhört zum Beispiel und mal drauf achtet, dass die eigentlich gleich laut klingt, egal ob sie hoch, brutal laut singt oder flüstert, ja, dann kriegt man so ein bisschen einen Eindruck davon, wenn man mal, und das Mikrofon steht ja direkt vor dem Mund, also man muss, wenn man mal mit dem Ohr vor den Mund von einem Sänger geht, dann merkt man mal, was da für eine Dynamik herrscht. Und das ist das, was das Mikrofon mitbekommt. Und das, was nachher auf der Platte ist, ist sozusagen vielleicht noch 10% davon. Und die, was man ja tut aus bestimmten Gründen, weil man ja auch möchte, dass zum Beispiel beim Autofahren die Musik hörbar und genießbar ist. Also auch wir sind ja in unserem Musikkonsumentenleben nicht in so einer isolierten Hörsituation wie wir hier jetzt im Regieraum, wo man sagt, wir haben einen gemessenen Raum, machen die Tür zu, da ist total ruhig, sondern wir genießen ja Musik auch oft, wo Umgebungsgeräusche sind und so weiter. Und auch die Wiedergabesysteme sind natürlich in der Lage, eine immense Dynamik wiederzugeben. Aber damit die Musik wirkt, wie sie wirken soll, dass eben, wenn ein Schlagzeug
einen ganzen Song durchspielt und die Stimme eine Bandbreite hat von Flüstern bis gebrüllt, dann muss ich gucken, dass dieses Geflüstere sozusagen noch hörbar ist, obwohl das Schlagzeug spielt. Ja. Und das ist ein großer Bereich der Arbeit beim Aufnehmen und Mischen, die richtige Kompression einzustellen und zu finden, die sozusagen suggeriert, dass eine Dynamik da ist, aber technisch es so weit einengt, dass das Flüstern übers Schlagzeug kommt. So kann man es vielleicht erklären. Ja, ja, ja. Okay. Im Tonstudio-Bereich werden ja ausschließlich Aktivlautsprecher verwendet oder zum Großteil. Ja. Klar, ich meine, ich sehe hier unsere Zylinderwellenstrahler. Das hat ja einen Grund. Was ist denn für dich im Studiobetrieb der Vorteil, dass du dich für Aktivlautsprecher entschieden hast? Ja, also für mich im Studiobereich ist ja der Lautsprecher ein Werkzeug, was ich jeden Tag benutze, um die Musik zu beurteilen. Und ich möchte dann, dass mir der Lautsprecher den möglichst größten Einblick bietet. Und mit einem digital kontrollierten Aktivlautsprecher gibt es Aspekte wie Phasenlage, Zeitrichtigkeit, die mir einfach das Musikmaterial so detailliert darstellen, dass ich Aspekte meiner Arbeit, wie zum Beispiel ein Signal zu komprimieren, wie sich diese Kompressionskurve sozusagen auf das Musikmaterial aufmoduliert, viel genauer hören und wahrnehmen kann als jetzt über einen Passivlautsprecher. Ja. Ich meine, die Zeitrichtigkeit, die Lautsprecher haben, wird wahrscheinlich insofern dann auch wichtig sein, weil du ja als Tontechniker die räumliche Wiedergabe bestimmst letzten Endes. Und wenn da ja ein Lautsprecher, verwendet wird, der schon Zeitfehler hat, also wie ein Passiver, dann könntest du ja kaum entscheiden, was jetzt und wo jetzt deine Spuren richtig sitzen. Ja, das hat mit der räumlichen Anordnung ist es sicherlich richtig, weil die Signale im Panorama deutlicher einrasten. Das erlebe ich auch, aber den größten Unterschied erlebe ich in der Hallmischung, also quasi in der Mischung von natürlich aufgenommenem oder künstlich erzeugtem Nachhall. Und die Dosierung, die geht mit einem zeitrichtigen, aktiven Lautsprecher deutlich feiner und besser als mit einem passiven. Ja. Hat man da eigentlich auch Dynamikvorteile mit unseren Aktivlautsprechern? Ja, also ich meine, die Dynamik ist halt so, dass sie wirklich das Musikmaterial, was auch draußen unkomprimiert vor dem Mikrofon passiert, erstmal so rüberbringt. Also das ist natürlich der entscheidende Faktor, dass ich das, was ich an Kompression höre, stammt von mir, das habe ich dem Signal zugefügt. Und ich habe keinen Lautsprecher, der von sich schon in den Bässen sozusagen eine Komprimierung vornimmt, ja, die mir suggeriert, ich habe einen ebenmäßig verlaufenden Bassverlauf und nachher auf der fertigen Aufnahme springt der Bass, wenn man auf einer guten Box hört, trotzdem noch hin und her. Ja. Ja, also das sind einfach Dinge, wo ich sage, da brauche ich die Dynamik, vor allem im Bassbereich, auch von einem Speaker, um bei einer Schlagzeugaufnahme auch wirklich beurteilen zu können, was ist an Resonanzen in der Bassdrum da oder was kommt vielleicht aus dem Raum oder was kommt durch ein Processing, was ich hinzugefügt habe. Ja. Du könntest ja diese Tiefbass-Sequenzen, die ja ein Passivlautsprecher so in der Form gar nicht bringen könnte, auch visuell begutachten. Ich meine, du hast ja dann verschiedene technische Möglichkeiten, aber das wird es wahrscheinlich in der Form gar nicht bringen, wie wenn du es dir direkt auf die Ohren gibst, oder? Also es gibt visuelle Hilfsmittel, die man benutzen kann, aber gerade im Bassbereich völlig unzulänglich. Ja. Und ich meine, Musik muss man immer hören, also okay. Das Ohr ist immer noch das Maß der Dinge. Die Lautsprecher haben ja ein gerichtetes Abstrahlverhalten. Ne? Das heißt, wir bündeln ja, ohne zu verfärben. Jetzt sind wir hier in einem Tonstudio. Da müsste es ja bei den Mikrofonen im Prinzip ja ähnlich sein. Ne? Das heißt, man müsste Mikrofone ja so positionieren, dass man im Abstrahlverhalten, also in dem Fall vom Sänger oder vom Instrument oder wie auch immer, sitzt. Ja, das tut man ja auch. Ja. Genau das ist auch die entscheidende Herausforderung, sozusagen jeden Sänger oder Sängerin oder auch jedes Instrument auch so einzufangen, dass man quasi Sweet Spot, sagen wir, also dass man den schönsten, ausgewogensten und besten Klang am Mikrofon aufnimmt. Und das hängt natürlich mit der Mikrofonauswahl zusammen, was für ein Mikrofon das ist, welche Richtcharakteristik das hat, aber es hat auch ganz viele Aspekte, die einfach mit der, sage ich mal, Anatomie des Instruments oder der Stimme zu tun haben. Also viele Menschen haben zum Beispiel eine Schokoladenseite, die klingen rechts oder links deutlich besser als auf der anderen Seite. Ja.
Also das beste Beispiel ist immer B.B. King, da hatte er sein Mikro hier stehen und hat immer so nach da drüben gesungen und der klang auch nur auf der Seite gut, weil da drüben kam nichts raus. Ja. Und so ist es bei zum Beispiel Akustikgitarren, ist es auch ein extremes Phänomen. Man könnte jetzt meinen, eine Akustikgitarre klingt wie eine Akustikgitarre, da stellt man da und da ein Mikro hin und dann klingt es gut. Das ist aber nur bedingt so, weil jedes Instrument seine Eigenheiten hat, jede Holzart, jede Decke strahlt anders ab. Ja, das ist genau wie bei Geigen auch. Da die eine klingt süßer, die andere härter, wärmer, wie auch immer. Und diesen Punkt zu finden, wo es eben für dieses Musikstück, was man aufnehmen will, auch passt. Weil darum geht es ja. Es muss ja in einem Zusammenhang stehen von dem Musikstück. Also es kann ja eine kreischende E-Gitarre kann in einem Song ein Hitfaktor sein, und im anderen Song totaler Müll. Ja. Also nur immer gucken, wie der Zusammenhang ist. Dann schauen wir uns doch einfach mal die Mikrofone an. Ja. Und dann wissen wir, was wir da morgen verwenden. Hier im Aufnahmeraum werden wir ja morgen Schlagzeug, E-Gitarre und Bass aufnehmen. Genau. Und was jetzt hier schon auffällt, wir haben verschiedene Mikrofone. Das sind ja Mikrofone, die du ja nach bestimmten Kriterien aussuchst. Ja, also ich habe jetzt mal eine Auswahl vorbereitet, ohne das Schlagzeug zu kennen vorher. Also der Schlagzeuger war noch nie hier und ich muss dann erst mal sehen, was er mitbringt. Ja, also wie spricht die deine klingen. Erfahrung jetzt hier wahrscheinlich. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall eine Auswahl, von der ich weiß, wenn das Set einigermaßen gut klingt, wovon ich jetzt ausgehe, dann machen wir damit nichts verkehrt. Ja, wir haben für die Overheads, also die Mikrofone, die über dem Schlagzeug positioniert werden, die Becken aufnehmen, aber natürlich auch den ganzen Rest vom Schlagzeug, habe ich jetzt mal Neumann Kleinmembranmikrofone ausgewählt. Ist eigentlich eine klassische Wahl, weil man sagt, Kleinmembranmikrofone folgen dem Attack von dem Drum schneller als eine große Membran, die halt eine größere Masse hat und damit träger ist. Ja? Also je kleiner die Membran, umso schneller kann sie den Transienten folgen. Massenträgheit, Genau. Und umso fein gezeichneter ist sozusagen das klangliche Verhalten von dem Schlagzeug. Ist jetzt zum Beispiel im Jazz sehr wichtig, ja, weil es Jazz vom Reitbecken dominiert ist, da möchte man jede Nuance im Anschlag und so auch möglichst plastisch dargestellt haben. Ja. Bei einer richtigen harten Rockband oder so ist es jetzt nicht unbedingt das oberste Kriterium. Da nimmt man auch gerne mal ein Großmembran als Overhead. Okay. Diese Mikrofone haben auch noch ein bisschen die Eigenschaft, dass sie den tieffrequenten Schall von den Trommeln, die im Schlagzeug sind, eher ein bisschen leiser machen. Also die konzentrieren sich sozusagen von ihrem Aufnahmeverhalten mit größerem Abstand eher auf den Mitten- und Höhenbereich und bilden damit die Becken und die Feinheiten der Snare mit ab, sodass ich die Möglichkeit habe, mit direkten Mikrofonen die Toms auch nochmal genauer zu bekommen. Das mache ich gern, wenn ich das Schlagzeug noch nicht kenne, weil damit habe ich es dann auf jeden Fall im Griff. Wenn das Schlagzeug in sich super ausgewogen klingt und für den Song ganz toll klingt, dann kann man auch nur drei Mikrofone nehmen, es klingt gut. Was mir ja dann auffällt, du hast ja angesprochen, der Frequenzbereich der einzelnen Mikros, es muss ja aber auch der Abstand der einzelnen Mikros stimmen, weil es würde ja so sein, dass jetzt die Snare Drum auch beeinflusst wird von der Bass Drum und das wird sich ja dann irgendwann auslöschen, wenn die Mikrofonabstände falsch wären. Ja, tut sich auch. Es ist im Grunde genommen ein völliges Chaos, phasenmäßig. Ein Schlagzeugaufnahme wie geht man da dann vor, dass man es dann trotzdem scharf und knackig im Kasten hat? Ja, man versucht die Katastrophe möglichst klein zu halten. Okay. Also die klassische Variante ist, möglichst wenige Mikrofone zu benutzen. Macht man heute ungern, weil man ja immer alles in der Hand haben will. Ja. Die andere Möglichkeit ist, sehr nah zu mikrofonieren. Jedes einzelne Instrument im Schlagzeug geht ein bisschen auf Kosten des gesamten Schlagzeugklangs. Ja. Ja. Es gibt so eine 1:3-Regel, dass man sagt, jedes Mikro, was dieselbe Schallquelle aufnimmt, sollte mindestens dreimal so weit entfernt sein. Das minimiert diese Phasenauslöschungen. Ist beim Schlagzeug fast nicht zu machen, weil hier ist das Snare-Mikrofon, hier ist das Hi-Hat-Mikrofon, das nimmt die Snare auf, hier ist das Overhead-Mikrofon. Ja. Das ist alles ein totaler Wahnsinn. Was man inzwischen macht, dank der Digitaltechnik,
gibt es auch als automatisierte Plugins. Man verschiebt sozusagen das Soundfile von der einzelnen Spur, damit die Phase wieder stimmt. Also man nimmt eine Laufzeitkorrektur vor. Einzelner Mikrofone im Mix. Ja. Das macht man übrigens bei Orchesteraufnahmen auch schon lange, um sozusagen diese Phasenkohärenz zu verbessern in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Na gut, du hast ja genügend Spuren heute zur Verfügung. Das heißt, du könntest ja von diesen ganzen Settings eine Zwei-Mikrofonie-Aufnahme zum gleichen Zeitpunkt erzeugen wie jetzt hier mit mehreren Mikrofonen. Genau. Also wenn man Zeit und Muße hat zum Experimentieren, kann man natürlich verschiedene Mikrofon-Setups hinhängen, wenn es der Platz erlaubt, der da noch ist, um Mikrofone hinzuhängen und die dann vergleichen. Das haben wir auch in manchen Tests schon gemacht. Aber die Realität sieht schon so aus, dass meistens die Produktionszeit sehr knapp bemessen ist, weil die Bands viel anderes zu tun haben, die Budgets nicht mehr so sind wie früher. Und im Grunde genommen man sich darauf einstellen muss und sagen muss, okay, wir müssen jetzt den besten Sound rauskriegen. Ja. Die Mikrofone im Einzelnen vielleicht noch kurz angesprochen, weil wir wissen ja jetzt nicht, ob das morgen alles so zum Einsatz kommt, aber wie unterscheiden die sich denn jetzt hier oben im Frequenzbereich, haben wir gesagt, für die Hi-Hat und Snare-Drum und im unteren Bereich sieht man auch schon, die Mikrofone sind ja deutlich größer. Ja, die sehen jetzt sehr unterschiedlich aus, also das sind jetzt diese beiden, die hier stehen, das berühmte Ei, ja, das ist AKG D112, das ist eigentlich so ein Klassiker für die Bassdrum-Abnahme, wo man sagen wir mal die akustischen Begebenheiten der Bassdrum und das, was man nachher hören möchte davon, das ist leider sehr weit auseinander, kann man sagen. Ja, das hat man in diesem Mikrofon schon ein bisschen eingearbeitet. Ja? Also wir erleben ja alle Musik immer aus einem Abstand. Also wir hören ein Schlagzeug, wenn wir es akustisch hören, was weiß ich, aus 2-3 Metern Entfernung oder noch mehr. Ja? Wir hören unsere Musik zu Hause, wenn wir über die Lautsprecher hören, auch mit dem Dreieck, mit den Lautsprechern, auch in einem entsprechenden Abstand. Die Mikrofone sind direkt an der Schallquelle. Das ist was, das würden wir unserem Ohr nie zumuten. Das heißt, es ist das, was das Mikrofon aufnimmt, damit es das aufnehmen kann, ohne von anderen Schallquellen beeinflusst zu werden, muss es so nah dran sein. Und dann klingt aber eine Bassdrum eigentlich ziemlich pappig. Ja? Und diese Pappigkeit, die muss man irgendwie wieder rauskriegen. Man muss sagen, ich möchte die Bässe hören und ich möchte oben den Anschlag hören. Ja. Und das hat man mit diesem Mikrofon zum Beispiel schon mal so ein bisschen vom Design her vorbereitet, sage ich mal. Ja. Dass es die Bassdrum schon mal ein bisschen mehr nach Bassdrum klingt, obwohl man das Mikrofon quasi drin hat. Ja. Und mit dem U47 FET von Neumann, das ist eigentlich ein Mikrofon, was eine sehr natürliche Wiedergabe hat, aber seine Stärke im Bassbereich hat, also in der verzerrungsfreien Wiedergabe von tiefen Bässen und sich daher sehr gut eignet, um das Resonanzfeld von der Bassdrum aufzunehmen, um dieses Volumen und Nachschwingen und so ein bisschen dieses Gefühl, dass sich da auch Luft bewegt. Ja, also bei einer Bassdrum, die hört man ja nicht nur, sondern wenn man ein bisschen lauter hört, spürt man die auch mal so ein bisschen auf der Bauchdecke und da hilft einem dieses Mikro dann, sodass ich im Mix mit beiden Mikros auch ein bisschen gucken kann, brauche ich mehr Definition, brauche ich ein bisschen mehr Flatter vom Tiefbass oder wie auch immer, je nach Stück kann ich es dann entscheiden. Bei der ganzen Mikrofontechnik ist es ja auch so, wir reden ja jetzt nicht nur über das Mikrofon, sondern wir brauchen ja auch einen Mikrofonverstärker dazu. Da gibt es ja dann aber die Röhrenverstärker, Fettverstärker und so weiter, die geben mir dann auch nochmal ihren eigenen Sound mit. Ne? Ja, das ist quasi so die Farbpalette, die man dann als Toningenieur zur Verfügung hat, wo man dann, wenn man die Geräte halt kennt und die Stärken und Schwächen kennt, sie entsprechend einsetzen kann. Ja? Ja. Weil ein Bassbereich, wie ist ein Bassbereich richtig wiedergegeben? Ja? Für eine Platte von Jack White muss der vielleicht verzerrt und sehr weich sein. Ja. Ja? Und für eine Platte von Steely Dan muss er unglaublich klar und definiert sein. Ja. Und trotzdem steht vielleicht der gleiche Bass und Bassverstärker vor dem Mikrofon. Ja. Und den Rest muss dann halt sozusagen die Technik und der Mix und die Vorstellung von dem Ergebnis machen. Wir sind ja jetzt hier im Gesangsraum und da fällt auch schon auf, wir haben ja hier ganz andere Mikrofone, die eingesetzt werden. Was hast du denn da zu bieten? Ja, also hier ist habe ich auch mal eine Auswahl von zwei Mikrofonen vorbereitet, die eigentlich beide Gesangsklassiker sind.
in dem Fall ein Großmembran-Röhrenmikrofon, ein Neumann U67 aus den 60er Jahren. Ja. Das ist, hat sich für meinen Geschmack auch immer noch, es gibt auch viele moderne Mikrofone, die toll klingen, keine Frage. Aber diese klassischen Röhrenmikrofone aus den 50ern und 60ern haben irgendwas, was die Stimme so transportiert, dass viele Sänger und Sängerinnen sagen und auch viele Hörer sagen, es ist einfach schöner, emotionaler, toller. Ja. Ja. Klar, die sind manchmal vom Rauschen her oder der Zuverlässigkeit mit der Röhre, die dann gern mal brutzelt, wenn sie noch nicht die richtige Temperatur hat oder wie auch immer. Ja. Ist halt wie ein Oldtimer-Fahren, so ein bisschen. Ja. Aber es gibt ja auch viele Autofahrer, die sagen, im alten Jaguar fährt sich's einfach lecker. Ja? Ja. Und Großmembran auch deswegen, weil beim Gesang sozusagen diese super feine Zeichnung von den ganz schnellen Transienten keine große Rolle spielt, sondern eher die Fülle der Stimme sozusagen richtig dargestellt oder meistens ja übertrieben wird. Ja, also das, was wir in Gesangsaufnahmen hören, ist ja eigentlich eine super große, in CinemaScope abfotografierte Stimme, von dem, wie es im Original ist. Okay. Und da haben Großmembran-Röhrenmikrofone ihre Stärke, weil sie durch jedes Mikrofon produziert mehr Bässe, je näher man dran geht. Und diese Großmembran-Röhrenmikrofone sind von dem Verhalten, wie der Sänger mit ihnen arbeiten kann, auch sehr gutmütig. Das heißt, der Sänger kann das sehr gut dosieren und kriegt im Kopfhörer eine sehr gute Rückmeldung von dem, was emotional in seiner Performance passiert. Ja. Und deswegen lieben sehr viele Sänger diese Großmembran-Röhrenmikrofone. Das sehr viele kann man, glaube ich, groß schreiben. Insbesondere bei dem Mikrofon, ja. Das hat ja zum Erscheinungszeitpunkt 50er, 60er Jahre, so ziemlich jede Musikgröße damals verwendet. Ne? Ja, man muss halt auch wissen, dass damals, es gab keine so große Auswahl. Ja. Wir haben ja heute irgendwie einen Mikrofonschrank mit, was weiß ich, 80 oder 100 Typen irgendwie, je nach Größe des Studios. Und damals gab es halt so 5, 6 Mikrofone, die einfach die Klassiker waren, die einen Großteil der tontechnischen Aufgaben absolviert haben. Und das U67 ist bestimmt eins der, sag ich mal, Inselmikrofone. Wenn man ein Mikrofon mit auf eine Insel nehmen muss und genau, was das, alles kann, dann ist das mit Sicherheit eins, mit dem man saugute Platten machen kann. Okay. Es schließt aber dann nicht aus, dass man hier mit dem Shure SM7B auch gut aufnehmen kann, oder? Ja, ja, und das ist eigentlich für viele ein bisschen wundersam, weil das Shure SM7 ist ein klassisches dynamisches Mikrofon. Also ein Tauchspulenmikrofon, das heißt, hat eine relativ große Masse, ist entsprechend träge, hat nicht so tolle Höhen wie ein Kondensatormikrofon. Aber es ist für viele Sänger von der Reaktion auf die Stimme und der Abbildung der Stimme unglaublich präsent und nah. Es wurde in Amerika als Radiosprechermikrofon entwickelt und ist auch dort noch sozusagen für den Sound vieler Radiostationen verantwortlich. Wird auch immer noch hergestellt. Und das ist für viele Sänger, die eine große Dynamik haben, die zum Beispiel auch eine Zusammensetzung, spektrale Zusammensetzung der Stimme haben, die relativ hart wird in den hohen Mitten, da ist es sehr gut möglich. Also Michael Jackson Thriller zum Beispiel ist mit diesem Mikrofon eingesungen. Oder auch Red Hot Chili Peppers auch. Die Platten. Und also man merkt, für Sänger, die halt eine richtige Dynamik haben, die auch richtig zur Sache gehen, ist das Mikrofon der Wahl. Wer entscheidet letzten Endes, was für ein Mikrofon verwendet wird? Hörst du das dann nachher im Mischraum und sagst eher zu dem Mikrofon oder tendiert eher zu dem anderen Mikrofon? Oder wie? Also ich sage schon, was ich denke, aber ich lasse dem Künstler immer den Vorrang, weil die Gesangsperformance entsteht aus dem Feedback von dem, was der Künstler im Kopfhörer hört. Ja. Das heißt, er reagiert auf das, was ich ihm in den Kopfhörer schicke. Und wenn er sich mit dem Mikrofon wohler fühlt und ich habe kein Problem damit, also überscharfe S-Laute oder zu viel Nahbesprechungseffekt oder was auch immer die Aufnahme ruinieren könnte, dann gehe ich mit der Entscheidung vom Sänger. Weil ich habe immer noch genug Möglichkeiten sozusagen. Die Mikrofone, die dann zur Auswahl sind, sind alle so gut und bringen so einen guten Sound, dass ich die Nuancen, die ich anders haben möchte, noch in den Griff kriege, aber eine bessere Performance vom Sänger kriege, weil er sich wohler fühlt. Ja, ja.
Nochmal kurz für unsere Zuschauer, wir reden ja hier über Monomikrofone, ne? Weil wir ja immer, wenn wir im Aktivlautsprecherbereich sind, mit der Räumlichkeit, räumliche Darstellung und hören Sie mal den Sänger an und dies und jenes, dann sage ich auch immer, ja Leute, die räumliche Darstellung, auch beim Gesang, wir haben ein Mikrofon zur Verfügung. Und wie, nach welchen Kriterien verteilst du das nachher auf die einzelnen Spuren, die dann letzten Endes übrig bleiben, also linker und rechter Kanal? Also der Gesang ist eigentlich von der Positionierung immer in der Mitte. Also das ist so ein, also die Hauptstimme, dass eine Chorstimme oder eine Doppelung oder sowas mal nach außen gepennt ist, das ist klar. Aber die eigentliche Stimme, die den Gehalt des Songs transportiert, ist 99%, sage ich mal, in der Mitte. Aber was man hört auf der Aufnahme, ist ja nicht nur dieses Mikrofonsignal, was da alleine in der Mitte, in der Mix rumsteht, sage ich mal, sondern das ist ja sozusagen eine in der Räumlichkeit auch mit Nachhall, Echos, Harmonizern, allen möglichen Sachen versehene Version dieser Stimme, die nachher in dem Mix auftaucht. Ja. Weil du gerade Nachhall angesprochen hast, ich meine, man merkt es jetzt hier, wenn man in dem Raum ist, der klingt komplett anders als der Raum, wo wir jetzt draußen waren, wo das Drumset und die Musiker morgen spielen. Ja. Gibt es da auch eine Richtlinie oder irgendeine Formel, Faustformel, wo man sagt, der Raum muss so klingen oder ziemlich bedämpft oder nach was? Ja, also der Raum spielt natürlich eine relativ große Rolle. Je größer der Mikrofonabstand ist, umso mehr. Ja, beim SM7, wo ich sehr nah dran gehe und eine sehr starke Zentrierung habe oder Ausblendung von Schalter von der Seite kommt, spielt es eine kleinere Rolle als beim U67 jetzt. Generell versuche ich beim Gesang den Charakter des Raumes entweder zu nutzen, weil er für den Song super passt, ja, oder so weit wie möglich auszublenden, damit ich die Stimme so trocken habe, damit ich nachher mit künstlichen Mitteln alles herstellen kann, was ich möchte. Letzteres wird wahrscheinlich geschickter sein, weil du elektronisch dann, wenn du einen trockenen Raum hast, dann wahrscheinlich mehr Bandbreite hast. Ja. Letzteres ist auch die Regel, aber bei weitem nicht für alle Musik. Also es gibt auch ganz viele Gelegenheiten, wo man irgendwo aufnimmt und plötzlich sagt, wow, das klingt toll hier, das nehmen wir jetzt so mit. Ja, man muss halt die Entscheidung dann früher treffen. Also ich glaube, die Dinge ganz trocken aufnehmen zu wollen, ist so ein bisschen auch aus der Entwicklung, man kann es tun, wenn man genug Spuren hat. Und man neigt heute dazu, auch viele Entscheidungen so spät wie möglich zu treffen, weil man sich alle Optionen offen halten will. Ja. Und letztendlich muss man irgendwann die Entscheidung treffen, welcher Hall und wie viel drauf ist. Und wenn man das Glück hat, irgendwo aufzunehmen, wo ein toller Hall ist, der zum Song passt, dann ist doch klasse. Ja. Apropos aufnehmen, als wir hier in den Raum rein sind, habe ich hier gesehen, hast du eine Mehrkanal-Revox-Maschine stehen. Ja, eine alte Studer, ja. Zeigst du uns dann ein bisschen was dazu? Ja, gern. Wir hatten ja uns vorher über die Aufnahmetechnik unterhalten. Du bist ja 1990 in die Studiotechnik eingestiegen. Da war ja das hier gerade, der heutige Klassiker, angesagt. Ne? Also die 80 war modern, analoge Aufnahme mit 16 oder hier 24 Spuren. Wird heute wahrscheinlich in der Form gar nicht mehr eingesetzt, oder? Nee, leider nicht mehr oder ganz selten. Also wir haben sie, glaube ich, das letzte Mal vor 3 Jahren haben wir sie eingesetzt, weil erstens die Bandkosten relativ hoch sind. Dann so eine Spule mit 24 Spuren, wo entweder eine Viertel oder eine halbe Stunde drauf geht, kostet 230 Euro etwa. Ja. Das summiert sich dann zum Aufnahmetag dann, schon mal. Und dann muss man auch sagen, dass die Versorgung mit Band immer schlechter wird, weil es halt so wenige Maschinen gibt, die noch laufen. Und das lohnt sich für die Bandhersteller eigentlich das Geschäft nicht mehr und dann machen die dicht, dann werden die Maschinen mal wieder verkauft und also an gutes Band zu kommen ist eh schon schwierig. Ich glaube, da gibt es heute nur noch einen Hersteller aus Holland, der die Bänder herstellt, wenn überhaupt. Ja, ich bin auch gar nicht im Bilde, vor 3 Jahren gab es den noch und dann gab es in Mannheim auch einen Dealer, der wo man Band gekriegt hat, was auch ordentlich war, was gut war, aber das ändert sich auch relativ schnell. Ja. Ich meine, früher hat man gar keine andere Möglichkeit gehabt, wie die analoge Aufnahme. Ne? Und da war es dann aber wahrscheinlich auch so, dass das gar nicht so einfach war, dann zu schneiden, die ganzen heutigen Techniken, die man hat, wo man dann korrigieren kann. Das gab es ja wahrscheinlich gar nicht. Nee, gab es in der Form nicht. Also man hat natürlich viel eingepanscht sozusagen. Das heißt, man hat das Band laufen lassen und Fehler dann ausgebessert, indem man die Spur kurzzeitig in Aufnahme geschaltet hat und wieder raus. Ja. Und
Diese Technik war natürlich weit verbreitet und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also wenn man dann zum 30. Mal über dieselbe Bandstelle ist, dann hat man auch schon wieder ein bisschen weniger Höhen gehabt. Also es war dann klanglich auch manchmal irgendwann begrenzt. Ja. Das war auch dann teilweise noch mechanische Arbeit, ne? Weil diese Schneiden kam ja dann wirklich von Schneiden. Ja, das kam vom Schneiden. Man hat dann wirklich mit der Bandschere geschnitten und das Band wieder zusammengeklebt und gehofft, dass man dann auch nicht ein Achtel verloren hat unterwegs. Und wenn, musste man es auf dem Boden wieder suchen, wo der Schnipsel ist. Ja, gut. Die Betriebskosten von so einer Maschine oder die Anschaffungskosten, die waren ja damals immens, oder? Hat man ein gutes Haus kaufen können dafür, oder? Eine gute Wohnung, ja. Also das kann man mit heutiger Digitaltechnik nicht mehr vergleichen. Also die lagen schon in dem Bereich knapp sechsstellig und dafür hat es zu der Zeit, glaube ich, auch schon ganz gute Immobilien gegeben. Was man hier jetzt bei der Maschine gar nicht sieht, sind ja Dolby-Filter. Ne? Das heißt, wir haben hier nur die Aufnahme-Wiedergabe-Verstärker, die Entzerrung auf die verschiedenen Bandsorten. Das kam ja noch mit dazu, wenn du ein Dolby-Filter oder ein Telefunken, diesen Telco. Genau, es gab ja verschiedene Rauschunterdrückungssysteme, Dolby SR am Schluss, was dann das ausgereifteste und beste war. Das waren dann nochmal externe Kassetten, die sozusagen den Aufnahme- und Wiedergabeverstärkern vor- und nachgeschaltet waren. Da kommt nochmal ein kleines Auto mit rein, oder? Ja, ein großes Auto. Ja, gut. da hat man es mit der heutigen Digitaltechnik dann schon nochmal in vielerlei Hinsicht einfacher. Ne? Ja, man hat mehr Möglichkeiten, sie ist günstiger in der Anschaffung, aber sie hat natürlich, sagen wir mal, diesen, also was man heute mit der Bandmaschine verbindet, diesen Vibe, den diese Aufnahmetechnik erzeugt, den kann man inzwischen digital ein bisschen nachbilden. Ja. Aber man macht sich ja heute in der Erinnerung, malt man sich das immer so schön aus, aber man hat natürlich auch viel Zeit verbracht, die Maschine einzumessen und wenn man sie dann auch wirklich kreativ nutzen wollte, hat man eine Spur, wo Gesang drauf war, anders eingemessen als eine Spur, wo Bass drauf war und hat damit experimentiert und mit verschiedenen Bandsorten und so. War natürlich ein sehr kreatives und schönes Arbeiten und mir ist jetzt bei den Gelegenheiten, wo wir sie nochmal am Start hatten, auch aufgefallen, dass es musikalisch sehr sinnvolle Dinge tun. Inwieweit unterscheiden sich jetzt die analogen und digitalen Aufnahmen? Gibt es dann noch irgendeinen Vorteil von einer analogen Aufnahme? Ja, gibt es schon. Also das Verhalten von Band hat ja unsere Wahrnehmung von Musik über Jahrzehnte geprägt. Ja, und das ist sozusagen der Sound der 60er, 70er und 80er Jahre Popmusik war in erster Linie Band gestützt. Und Band macht im Vergleich zu digital, letztendlich muss man sagen, ist es ein Effektgerät, weil es viele Dinge verändert im Klang, die aber für uns sehr angenehm sind. Also zum Beispiel bei einer Bassaufnahme ist es so, dass so ganz tieffrequentes Rumpeln wird schon von der Bandkompression und den Übertragern, die im Signalweg sind, quasi gefressen. Ja? Das heißt, ich habe einen definierteren Bass, der sich auch auf kleineren Lautsprechern besser transportiert als bei einer reinen Digitalaufnahme. Auch wie die S-Laute verarbeitet werden von der Stimme, ist in vielen Fällen mit Band etwas angenehmer. Ja, oder auch zum Beispiel das Klackern vom Plektrum bei einer Akustikgitarre, das wird von einer Bandmaschine und dem Band und dem ganzen Prozess angenehm gerundet. Also man hat so das Gefühl, das ist immer noch da, man versteht alles, was gemeint ist, aber es ist ein bisschen angenehmer zu hören. Oder auch so Aspekte wie verzerrte Gitarren, bei Musik, die man sehr laut hört, dass es noch angenehm zu hören ist. Das ist mit Band leichter herzustellen als mit digital. Es geht auch mit digital. Verzerrung ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wenn man digital übersteuert, kaputt, gell? Ist nichts mehr zu retten. Hier analog, egal im Prinzip, da kam das Ding dann zwar irgendwann in die Remanenz, also etwas übersteuern, aber das klingt doch gefälliger fürs Ohr. War nichts kaputt. Gell? Also es gibt einen breiten Bereich bei Band, wo man Bandsättigung und Übersteuerung kreativ nutzen kann. Und bei digital gibt es diesen Bereich halt einfach überhaupt nicht. Da bauen ja heute, glaube ich, auch irgendwelche Plugins drauf auf, dass du eine Bandmaschine mit den Verzerrungsmöglichkeiten dann auch nutzen kannst. Genau. Ja. Es wird digital simuliert heute durch diese Modeling-Technik, sodass man quasi ein Signal durch eine echte Bandmaschine durchschickt und dann analysiert, wie ist das Signal vorher, wie ist es nachher und daraus den Algorithmus baut,
der sozusagen diesen Prozess simuliert, ja. Grob gesprochen. Ja, okay. Und es geht in vielen Fällen auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Schauen wir uns vielleicht deine digitale Maschine noch kurz an. Ja, okay. Ja, Markus, zeig mir mal bitte deine digitale Bandmaschine. Oder wie kann man sich denn das eigentlich vorstellen? Auch vor allem der ganze Signalweg. Wir haben ja heute diese analogen Mikrofone. Wir haben Synthesizer, die wahrscheinlich ein digitales Signal rausgeben. Wo kommt denn was an und wie geht es dann in dein Mischpult rein? Ja, das ist etwas komplexer vielleicht als von der Anschauung her, als es damals mit der Bandmaschine war. Wobei, damals hat man auch ein Mischpult gebraucht noch. Ja. Heute ist das Mischpult ist nur noch sozusagen ein Controller, der letztendlich den Computer kontrolliert. Also die Bandmaschine ist es, was eigentlich fast jeder zu Hause stehen hat, ein Computer. Ja. Das ist letztendlich die Bandmaschine. Das Signal kommt vom Mikrofon, nach wie vor in einen Mikrofonvorverstärker. Das war früher das Mischpult. Wir benutzen heute externe Geräte, weil sie uns mehr Farben geben. In verschiedener Bauarten, Röhren, ein Transistorvorverstärker, ein Verstärker mit Übertrager und einer ohne Übertrager. Die haben alle verschiedene klangliche Eigenschaften, um einfach diese Farbpalette zur Verfügung zu haben. Und von diesem Vorverstärker geht es dann auf den Analog-Digital-Wandler, der das Signal wandelt und dann an den Computer weitergibt. Das ist so grob der Signal. Okay, Computer, das heißt, das sehen wir dann hier im Mischcomputer, wenn man es so sagt. Ja. Und da hast du dann im Prinzip eine fast unbegrenzte Anzahl an Spuren zur Verfügung und kannst dann deine ganzen Effektgeräte oder Korrekturen machen, die wahrscheinlich dann auch teilweise softwarebasiert sind. Genau. Ja, also früher hat man für die einzelnen Effekte Geräte gehabt und heute lädt man sich ein Plugin. Und dann kannst du damit arbeiten. Ja, das auch oft noch so aussieht wie das originale Gerät. Also das ist auch lustig, ja, weil ich habe von den originalen Geräten, die hier im Rack sind, habe ich zum Teil auch die Software-Varianten und benutze aber beides. Also es ist so, dass hier im Studio über die Wandleranbindung, deswegen sind es relativ viele, um eben auch diese Geräte anschließen zu können. Die werden dann über so ein Steckfeld verkabelt, sodass ich sagen kann, ich möchte jetzt, was weiß ich, den Gesang beim Mischen nochmal durch den analogen Kompressor schicken, aber durch die digitale Bandmaschinen-Simulation zum Beispiel. Ja. Und dann kann ich das einfach in dem Computer auch so routen, dass er einmal das Signal rausgibt durch das analoge Gerät und dann wieder reinwandelt und dann die weiteren Prozesse ausführt. Und das entsprechende Delay, ich meine, du hast ja digital auch immer eine gewisse Verarbeitungszeit, analog eher weniger wahrscheinlich, wird dann auch mitkorrigiert. Das wird mitkorrigiert, genau. Ja, gut. Herr Markus, für die Studiotechnik oder für die Aufnahmetechnik haben wir es jetzt soweit im Kurzdurchgang. Was uns vielleicht noch interessieren wird, sind deine Zylinderwellenstrahler. Ja, gern. Gehen wir da noch kurz hin? Ja. Markus, du verwendest ja hier unsere Zylinderwellenstrahler. Ja. Vielleicht noch aus deiner Sicht noch ein paar Worte zu den in Saarbrücken gefertigten Aktivlautsprechern. Sensationell, was soll ich sagen? Ja, also es ist ein Werkzeug. Ja. Ja. Und die Auflösung der Lautsprecher und die Möglichkeiten, in das musikalische Geschehen hinein zu hören und wirklich genau wahrzunehmen, welcher Aspekt des Klangs sitzt wo und wie verhält er sich im Verhältnis zu den anderen Aspekten, der ist einfach unglaublich gut aufgelöst. Ja? Also ich kenne ja die Lautsprecher von Johannes Siegler schon lange. Ich habe auch schon vorher mit Modellen von ihm gearbeitet und das war einfach nochmal eine neue Dimension, jetzt mit dem Zylinderwellenstrahler zu arbeiten, weil einfach das ermüdungsfreie Hören auch und die Phasenrichtigkeit und Timingrichtigkeit von dem Signal so viel ausmacht in der Beurteilungsfähigkeit von dem Musikmaterial, dass es einfach quasi ein völliges neues Arbeiten ist. Und für mich wirkt sich das auch in der Arbeit direkt so aus, weil bei vielen Lautsprechern hat man ja bei den Frequenzweichen Übernahmeverzerrungen und alle möglichen Geschichten. Noch weitere Zeitfehler, die dazukommen, die dann im Mastering-Studio, wo es ja dann ganz high-endig ist, dann auch auftauchen und oft bemängelt werden. Und für mich war es dann, als ich angefangen habe, mit den Lautsprechern zu arbeiten, war das schon so eine Lernkurve, weil ich auf einmal dachte, oh,
da höre ich auf einmal Dinge, die habe ich vorher gar nicht gehört. Die zwar da waren, aber zum falschen Zeitpunkt. Ja. Genau, und es hat dann ein paar Wochen gedauert, bis ich sozusagen mich voll drauf eingeschossen hatte und habe dann auch die ersten Mixe ein paar befreundeten Masterern geschickt, um zu sagen, sag mal was dazu, gibt es Problembereiche, gibt es irgendwo was komisch wäre, und von allen kam Daumen hoch und sagen, es ist super, auf welchem Lautsprecher mischst du? Ja. Dann habe ich gesagt, okay. Dann ist eigentlich das ist dann die sozusagen die richtige Wahl für das Kernstück von einem Studio. Ja. Weil alles, was ich höre, kann ich einstellen und beurteilen. Und was mein Gehör betrügt, letztendlich führt mich zu falschen Entscheidungen, die dann nachher zu einer minderen Qualität des Mixes draußen führen. Ja. Wie sind die Lautsprecher hier eingemessen auf den Raum? Weil man sieht ja vielleicht, ich weiß nicht, ob sie Kamera jetzt einfangen kann, aber der Lautsprecher steht ja im Prinzip mit unterschiedlichen Wandabständen im Studio. Und man muss eins wissen, gut, unsere Kunden, die Lautsprecher kennen, wissen das, dass sie auf der Rückseite ja die Tieftöner sind. Ne? Genau. Das heißt, wir haben hier im Vergleich zu einem passiven Lautsprecher ist das ja theoretisch eine volle Katastrophe, aber der Lautsprecher ist ja deswegen trotzdem studiotauglich. Ja, ne? Hast du da speziell was? Also wir haben hier nur die Position, sehr viel mit der Positionierung rumprobiert. Also das hat locker knapp 10 Tage gedauert, bis wir den Punkt gefunden hatten, wo sie so stehen, dass sie so funktionieren. Wir haben ansonsten keinerlei Modifikationen vorgenommen. Also sie sind komplett linear und nichts eingestellt. Ja. Vom Abhörpegel kann man da irgendwie eine Dezibelzahl nennen? Oder variiert das wahrscheinlich von Gesanginstrumenten, wie du hörst? Oder? Nee, das variiert im Prozess. Also das variiert im Prozess der Entstehung der Aufnahme. Also wenn ich ein Schlagzeug aufnehme am Anfang, jetzt wenn die Band spielt, dann höre ich mal kurzzeitig relativ laut, um zu merken, was bewegt sich da an Luft, was ist da los? Und je weiter ich in dem Prozess fortschreite, in den Mix hinein, umso leiser höre ich eigentlich. Ein Kopfhörer, ist das eine Alternative im Tonstudio? Weil, ja, gelegentlich schon, aber mehr, um mal zu checken, ist es auf dem Kopfhörer noch gut hörbar oder hat man schon Räumlichkeiten oder Pannings, die im Kopfhörer dann komische Gefühle verursachen, beziehungsweise manche Störgeräusche hört man im Kopfhörer einfach besser. Also wenn irgendwie ein Zirpen oder Knacken ist, dann kann man es im Kopfhörer als manchmal noch ein bisschen genauer lokalisieren, wo es herkommt. Was ich sonst noch mache, also ich habe noch ein Set ganz kleine Speaker, die nur Full Range sind. Auratones ist auch ein klassisches Tool fürs Tonstudio, um einfach gegenzuhören, transportiert sich der Bassbereich auch auf einer kleinen Abhöre. Ja. Ja, weil klar auf du musst ja dann auch für jeden mischen, von Autoradio über Kassettenrekorder. Hat leider nicht jeder diese Boxen zu Hause. Ja, gut. Und im Auto schon gar nicht. Ja. Und auf dem Laptop, leider hören viele Leute auch auf dem Laptop oder mit billigen Ohrstöpseln. Und auch da sollte die Musik sich ja so transportieren, dass sie von den Verhältnissen der Instrumente richtig dargestellt ist. Ja. Inwieweit musst du eigentlich von den Produzenten da einen Spagat machen? Ich meine, du könntest ja so aufnehmen, dass es technisch oder dass es akustisch richtig gut klingt und würdest dann aber vielleicht jetzt die Kopfhörerhörer oder Ohrstöpselhörer oder Autoradiohörer benachteiligen. Du musst ja dann irgendwo eine Range finden, wo du sagst, okay, jetzt hast du hier für alle was dabei. Ja, klar, man arbeitet ja immer auf das Medium hin, wobei bei Popmusik quasi die Medien ja breit gefächert sind. Also das geht ja von Vinyl, was dann wirklich Leute hören, die auch wirklich einen klangästhetischen Genuss dabei empfinden, die also möglichst viel guten Sound haben wollen, bis zu MP3-Hörern, die das halt irgendwie auf dem MP3-Player im Auto hören. Ja. Das ist ein Spagat, klar. Und man versucht halt immer die Mischung so zu gestalten, dass man sozusagen bei einer Musik, die jetzt auch diese breite Fächerung braucht, dass es möglichst viele Formate erfüllt. Ja. Ja, bei einer audiophilen Jazzplatte ist es jetzt was anderes. Ja. Oder ich arbeite ab und zu mit Solo-Gitarrenproduktionen, die auf so einem audiophilen Gitarrenlabel erscheinen. Da geht es dann nur darum, diese Gitarre in ihrer Eigenart möglichst authentisch zu zeigen. Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Da spielt MP3 keine Rolle. Ja. Markus, danke dir für den ersten Teil. Der morgige Praxisteil, wo ja die Band da ist, wo unsere Kunden, Zuschauer mit dabei sind. Da werden wir dann die Dinge, die wir jetzt ja heute in der Theorie besprochen haben, dann auch ein bisschen umsetzen. Danke dir auf jeden Fall für deine Informationen. Mal sehen, was die Praxis uns bringt morgen. Ich habe da keine Bedenken, du? Nee, ich auch nicht. Aber es ist immer spannend, weil
man macht sich ja so gewisse Vorstellungen vorher. Ja. Und was dann nachher umsetzbar ist oder spannendes Neues passiert, das ist ja immer das Schöne beim Aufnehmen, dass man es vorher nie weiß. Okay, also freuen wir uns auf morgen. Ja.